Was bisher geschah? Dass ich in euch eine Freundin finden würde. Womöglich sogar eine Schwester. Und so geht's weiter. Ja, nee, kriegen wir schon hin irgendwie. Die Erinnerung eines Golems. Ja, das werden wir dann auch noch machen. Jetzt nicht sofort, aber demnächst. Wie viel haben wir jetzt bei ihr? Vater, Unos fucking Sekundos, das ist alles 100. Der ist ja runtergegangen, er ist fast bei 100. Auf einem guten Weg. Sie ist auch auf einem guten Weg zu 100. Ich glaube, wenn wir die Personal Quest gemacht haben, dann dürfte sie auch bei 100 sein. Ja, ach, das ärgert mich so irgendwie. Ich hätte sie echt gerne mitgenommen. Ich hätte sie wirklich, wirklich, wirklich gerne mitgenommen. Und ich weiß auch nicht wirklich, was ich da machen soll, außer mit ihr da rumzurennen. Ist das vielleicht im Questlog? Warte mal. Premium-Inhalt, wie ich nie sehe im Wald. Nein, Orsama, Yamas Kiste. Gefährten, da haben wir es doch. Nee. Nee? Ah, die Erinnerung eines Golems. Der Golem Shay hat dich gebeten, tiefen Wege zu erkunden, nach weiteren Hinweisen auf deine Vergangenheit zu suchen. Seine? Ihre? Es ist eine Sie. Hundertprozentig ist das eine Sie. Ich bitte dich. Gut, egal. Haben wir die Gespräche erstmal hinter uns gebracht. Das ist ganz gut. Dann können wir ja jetzt mal uns überlegen, dass wir die Asche, die Urne, die Urne der heiligen Asche machen. Wieder Zeit nochmal gegen Hunden. Aufsuchen, den Scholar der Kirche in Denrim aufsuchen. Ah, da müssen wir sogar nach Denrim. Na, denn ist ja, da müssen wir ja sowieso hin. Dann speichern wir nochmal. Ich glaube, ich habe eben schon gespeichert, aber es kann ja nicht schaden. Ja, bitte. Und wir nehmen ihn mit, weil da habe ich eine Quest. Habe ich mit ihm da eine Quest? Nee, mit ihm habe ich da keine Quest. Wir nehmen sie mit und mit ihr habe ich eine Quest. So, und dann nach Denrim, meine Freunde. Sie hatte ja da irgendwie ihre rote Jenny. Nee, nicht die rote Jenny. Da war irgendwas anderes, an das ich mich nicht mehr erinnern kann, was mit ihr war. Ach so. Na, fucking, of course. Weißt du was? Hier. Direkt mal einen Feuersturm hinsetzen, ihr Schweine. Ach so, ich dachte gerade, das wäre ein Werwolf, der mich da angreift. Nein, nur ein Kreischer. Was soll's? Fucking Kreis. Oh, ich glaube, da sind viele gestorben. Ich glaube, da habe ich jetzt eine ziemliche Masse umgebracht auf einen Schlag. Das finde ich ja gut. Na, kommt mal her. Na, wo kommt ihr denn her? Alle meine Runde einfrieren hier. Caste, caste, caste. Go. Oh, irgendwas ist gestorben. Klang wie ein Pferd oder so. Ich glaube, sie sind alle gestorben. Oh nein, der Kreischer hat alle kaputt gemacht. Das war ich diesmal aber nicht. Nein, nein, einer lebt noch. Na, ist ja super. Einer hat überlebt. Das ist auch sehr lecker übrigens. Kann ich die kaputt machen? Oh, tatsächlich. Lecker. Aber selbstverständlich. Naja, was soll's. Ich bediene mich mal eben. Dankeschön, dass ihr es wenigstens versucht habt. Aber mittlerweile müssen sich auch die Menschen, die ganz normalen, gegen die verteidigen. Ja, ja. Ganz schön auf dem Fortschritt, nicht wahr? Was macht denn unser Lieblingsverräter eigentlich in der Zwischenzeit? Logan? Hieß er Logan? Ich weiß es nicht mehr. In Ordnung. Vielleicht hieß er auch Lothar, aber Lothar klingt so deutsch. Ich glaube nicht, dass er Lothar hieß. Elfenspeer, kann ich mit ihm eigentlich reden? Kann ich das mal kurz? Sorry, aber ich will einfach nur mal durch. Hi. Nee, Elfenspeer kann ich nicht bequatschen. Wo muss ich dann hin? Hier nirgendwo. Okay, ich glaube, es geht da hinten weiter. La la la, ich lasse dich mal zurück, wenn es dich nicht stört. Kannst ja dein Shit machen. Oh, sie hat den Level ab. Sie hat schon Waldläufer. Ja, für ihn will ich halt auch eigentlich Edoland. Aber ich habe halt immer noch nicht die Notiz erhalten, ob ich das machen kann oder nicht. Mir war so, als ob mir jemand gesagt hätte, es ginge nicht. Mehr. Ich weiß es echt nicht. No fucking clue. Oh, stehlen. Wir können ja mal stehlen hochmachen. Überleben macht ja jetzt jemand anders für mich. Und dann können wir eigentlich... Die Bogenfähigkeiten müssten wir eigentlich unbedingt mal ausbauen. Das hat sie halt immer noch nicht. Unterdrückungsschuss. Was ist davon passiv? Könnte sie nicht mal passiv Sachen... Ah, Meisterbogenschütze. Machen wir das doch zuerst. Ja, ja. Ich könnte sie auch mal statt... kann sie irgendwie... Warte mal. Ich muss mal gleich in die Taktiken gucken. Falls jetzt nicht eine Zwischensequenz kommt, weil ein neuer Ort. Er lädt auf jeden Fall. Ganz schön lange. Aber Denrim ist wahrscheinlich als Hauptstadt auch ein großer Platz. Hallo? Spiel? Nicht abkacken. Du kriegst das hin. Ich glaub an dich. PC, du machst das. Marktviertel von Denrim. Das ist aber schön. Schon wieder diese Eichhörnchen. Übrigens, ich habe hier kein Add-on, DLC, Quatsch, nein. Kein Mod. Keine Mod, die irgendwie diese Geräusche hervorruft. Na, das ist einfach vom Spiel selbst. Möchte ich nur mal kurz so erwähnt haben.
So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Ich wollte hier in die Taktik gehen. Nicht hier, nicht hier. Win hat Eigen, Bogenschütze. Die kann auch nichts anderes als Bogenschütze sein, ne? Das ist ja irgendwie schon schade, fast. Mitreißendes Lied, unfairer Kampf, bla bla bla, Ablenkung. Naja, sie ist ja schon jemand, der eher ablenkt und Crowd Control macht, als ich jetzt hier. Aber na gut, egal. Es ist okay. Wir speichern nochmal. Bitte, bitte, Spiel, kack nicht ab. Ich habe mich von irgendjemandem gehört, dass es öfter mal Wenn hier abkackt. Wenn Zeit bleibt, würde ich gerne nach Marjolaine suchen. Da ist noch eine Rechnung offen. Ja, ja, sehr gerne. Machen wir sofort. Aber jetzt ist... Oh Gott, es sind so viele Leute hier und so viele Türen. Und ich sehe... Sarah? Gehen wir mal erstmal hier lang. Hallo? Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und einen Tod gibt, so gibt es nur einen Gott und er ist unser Erbauer. Diejenigen, die ihre Liebe falschen Göttern schenken, sind Sünder. Was? Es wird keine Nachspeise erwähnt? Das ist wahrlich ein Wunder. Was? Schwester Theohild? Diejenige, die Buße tut, deren Glaube trotz der Dunkelheit der Welt unerschüttert bleibt, die sich weder am Unglück der Schwachen ergötzt, noch sich über sie erhaben fühlt, sondern sich an den Torten und Schöpfungen des Erbauers erfreut. Worten. Es heißt Worten, Schwester, nicht Torten. Hier wird der Segen des Erbauers Zwiebeln bringen. Das Licht wird sie sicher über die Wege dieser Welt bis in die nächste leiten. Zwiebeln. Frieden, Schwester. Frieden. Ihr wird der Segen des Erbauers Frieden bringen. Weder wird sie Furcht vor den Eiern noch Angst vor dem Tode kennen, denn der Erbauer wird ihr Speck und Schild sein, ihr Fundament und ihr... Im Gesang kommen keine Eier vor. Ihr macht das doch absichtlich, oder? Sollte euch wieder euren Aufgaben belassen. Ihre Version des Gesangs hat mir besser gefallen. Dürfte ich euch unterbrechen bei was immer ihr da tut? Sollte ich lieber später wiederkommen? Irgendwie hat mir die Version auch sehr gut gefallen. Mir auch. Ich frage mich, warum mich während meiner Zeit als Templer niemand ihre Version des Gesangs gelehrt hat. Oh, hallo, meine Liebe. Können wir euch helfen? Was sie meint ist, in Andrastes Namen seid willkommen. Hört auf, mich zu verbessern. Was würde Andraste tun? Darüber solltet ihr euch Gedanken machen, würde ich sagen. Andraste war bestimmt keine Haarspalterin. Hat die langsam Demenz oder ist sie einfach nur ein bisschen Mischugge? Schon gut, was macht ihr gerade? Könnt ihr mir etwas über den Gesang erzählen? Was macht ihr gerade? Wir beten für die guten Leute von Denorim, die in Ostagar geliebte Angehörige verloren haben. Es ist üblich, für die Gefallenen eine Strophe aus dem Übergang zu rezitieren. Üblich ist es, die Strophe korrekt zu rezitieren. Das habe ich doch gesagt. Oh, schön. Ich glaube, die sind echt gute Freunde. Könnt ihr mir etwas über diesen Gesang erzählen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Gesangabschnitte über Speck enthielt. Könnt ihr mir etwas darüber erzählen? Euch etwas über den Gesang erzählen? Denkt ihr, er sei ein Kuchen, den ihr so einfach kaufen könntet? Nun, er ist gut durchgebacken, aber für meinen Geschmack ist ein bisschen viel Muskatnuss drin. Schwester, es ist die heilige Pflicht der Kirche, die Unwissenden zu unterrichten. Na schön. Was wollt ihr wissen? Ich finde die Oma echt witzig. Was war das für ein Vers, den ihr eben rezitiert habt? Werden im Gesang auch Elfen erwähnt? Was sagt der Gesang über dunkle Blut? Vor allem, wenn man von... Blut vor allem. Dunkle Blut. Was für ein Vers war das gerade eben? Das war die 10. Strophe aus dem Übergang. Ein wirklich schöner Lobgesang. Aber ihr hättet erst mal hören müssen, wie Bruder Kettmann ihn gesungen hat. Ja, aber ihr singt ja alle nicht. Er rezitiert quasi, aber singen ist anders. Ich nehme an, er hat ihn schön gesungen. Er hatte eine Stimme wie ein Eimer voller Kröten. Die ehrwürdige Mutter Boen, gesegnet sei ihr Herz, hat immer gesagt, hätten wir mehr solche Stimmen, könnte uns der Erbauer unmöglich überhören. Okay, was ist aus ihm geworden? Es war tragisch, wirklich. Und so überraschend. Darüber sprechen wir nicht. Ist er gestorben? Er hatte die Aufsicht über das Lyriumlager und das war nicht gut für ihn, versteht ihr? Eines Sommertages hat er während des Gesangs seine Kleidung ausgezogen und ist auf die Straße gerannt. Er ist gestolpert und im Bottich mit Holunderwein für das Fest ertrunken. Wir mussten seinen Leichnam 6 Tage lang trocknen, bevor wir ihn verbrennen konnten. Er sah aus wie ein Essigei. Es war so tragisch.
Absolut tragisch, ich komme gar nicht hinterher. Was sagt der Gesang über die dunkle Brut? Oh, es gibt einige äußerst aufwühlende Lobgesänge über Untergang und göttlichen Zorn. Die dunkle Brut wurde durch die zweite Sünde der Menschheit erschaffen, ihren Stolz. Die Arroganz wurde in den Ländern Tevintas zu einer gewaltigen, eingesperrten Bestie, zu einer Leere, die alles verschlang und niemals gefüllt werden konnte. Um ihren Hunger zu stillen, fielen die Magierlords in die goldene Stadt ein, ins Herz jeglicher Schöpfung, um die Macht des Erbauers für sich selbst zu beanspruchen. Warum werden die guten Strophen in der Kirche eigentlich nicht mehr gesungen? Sie werden gesprochen. Es heißt doch, der Gesang des Lichts, nicht die Rede des Lichts. Schwester, würdet ihr bitte aufhören, den Gesang zu verunglimpfen? Seht ihr, wie angenehm es ist, unterbrochen zu werden. Nun ja, ich denke, ihr habt verstanden, was ich meinte. Oh, ich mag die Oma. Oh, schön. Okay, werden im Gesang auch Elfen erwähnt? Ja und nein, meine Liebe. Die offizielle Version des Gesangs enthält nichts über Elfen. In einigen der dissonanten Verse wird allerdings der Jünger Shartan erwähnt. Was sind dissonante Verse? Dissonant bedeutet doch, dass sie nicht zusammenklingen können, mehrere Töne, oder? Der Gesang hat sich im Laufe der Zeit verändert. Einige Verse, die früher gesungen wurden, wurden entfernt. Die Lobgesänge von Shartan wurden im Zeitalter des Ruhms aus dem Gesang gestrichen. Auch wenn die Scholare sie noch manchmal lesen, werden sie doch nicht mehr gesungen. Wer war Shartan? Darüber hat uns, glaube ich, Liliana schon mal ein bisschen erzählt. Er war ein elfischer Jünger der Prophetin, ein ehemaliger Sklave wie Andraste selbst. Er hat sein Volk gegen das Reich mobilisiert. Er wurde gemeinsam mit unserer Herrin den Flammen übergeben. Warum sind die Verse kein offizieller Teil des Gesangs mehr? Die göttliche Renata die Erste ließ sie während des erhabenen Marsches gegen die Dales entfernen. Ah ja, natürlich. Es gibt mehr als eine Version des Gesangs? Selbstverständlich. Der offizielle Gesang des Lichts wurde in Tevinter verfasst, wird aber in die Sprachen der Gläubigen übersetzt. Während der Übersetzung gehen einige Gedanken verloren und manche Worte erhalten unbeabsichtigte Bedeutungen. In der orlesianischen Version des Lobgesangs der Totenklage gibt es ein grässliches Wortspiel. Außerdem verändern sich Sprachen. Der Gesang muss sich daran anpassen, wenn diejenigen, die ihm lauschen, ihn auch verstehen sollen. Ja, da hat sie recht. Sprache verändert sich über Zeit und die beiden sind echt witzig zusammen. Ich habe keine Zeit zum Plaudern, meine Liebe. Es ist Essenszeit. Schwester, das ist ausgesprochen unfreundlich. Aber es ist wahr, oder etwa nicht? Und sagt nicht der Gesang, du sollst nicht lügen, denn es gibt nur eine Wahrheit? Sollt euch wieder euren Aufgaben belassen. Der Segen des Erbauers und seiner Braut Andraste seien mit euch. Ja, schön. Ich mag die Oma. Ich hoffe, wir können noch mal mit ihr reden irgendwann. Die kann ich überhaupt nicht anquatschen. Die beten nur ein bisschen. Da haben wir noch mehr Nebenquests. Weil ich ja nicht schon genug 1000 Nebenquests habe. Ja, gucken wir uns die mal an. Das Gesetz der Gassen. Schalte die Verbrecher aus, die in Damerons Seitengassen Unschuldigen auflauern. In diesen finsteren Zeiten müssen wir gemeinsam gegen die alltäglichen Gefahren vorgehen. Feldwebel Kylan hat von beunruhigenden Entwicklungen berichtet, die jeden aufrechten Bürger empören müssten. In unseren Gassen lauern Straßenräuber, Diebe und Schurken, die nur darauf aus sind, aus dem Chaos dieser Tage Profit zu schlagen. Sie sind wie eine Seuche. Für Informationen über diesen Abschaum ist eine Belohnung ausgesetzt. Feldwebel Kylan zahlt außerdem demjenigen eine stattliche Summe, der tapfer genug ist, es mit diesem Banditen aufzunehmen und Damerim so wieder zu einem sicheren Ort zu machen. Die bescheidene Kantorin selbst hat diese Summe außerdem noch aufgestockt. Möge der Bauer all jene segnen, die diesem Aufruf nachkommen. Dankeschön. Wir probieren's. Für Geld mache ich doch fast alles. Vermisste Krieger. Finn de Rexel. Kürzlich fassten wir neuen Mut, als viele Überlebende der Schlacht von Ostergaard zu uns zurückkehrten. Der Erbauer segne diese Männer und Frauen, der möge gnädig mit all jenen sein, die gefallen sind, als sie unsere Kinder vor der Verderbnis zu schützen suchten. Traurigerweise wird nun einer dieser Helden vermisst. Rexel diente hingebungsvoll in Taryn Logans Vorhut. Seine Gemahlin sagte, er habe nach seiner Rückkehr nur noch stumm vor sich hingebrütet und häufig die örtlichen Tavernen aufgesucht. Eines Nachmittags hat er sein Haus verlassen und kehrte nicht zurück. Berührt vom Leid dieser Familie bietet die bekannte Dame.
Was ist jetzt los? Bietet die Kantorin demjenigen, der diesen Helden findet, eine Belohnung. Der Gesang lehrt, wer eine einzige Seele rettet, der rettet uns alle. Wenn jeder von uns bereit ist, seinem Nachbarn zu helfen, ist alles möglich. Vor allem in diesen Zeiten. Ja, natürlich. Ist ja ganz bekannt, dass das dann immer so passiert. Fassilz, bitte. Auftrag der Gilde mittels gemeiner Hinterhältigkeit von Banditen überfallen wurde. Dabei sind ihm mehrere Wertgegenstände abhandengekommen, darunter auch ein antiker Sextant. Da dieser einst dem ersten Gildenmeister der freien Seefahrer gehörte, ist der Sextant von beträchtlichen ideellem Wert. Meister Fassilz beschrieb die Angreifer als maskierte Männer mit fremdländischem Akzent, Tevinter oder freie Marschen, die ungewöhnlich koordiniert und gewitzt agierten. Er hat der Kantorin eine stattliche Belohnung für die Wiederbeschaffung seines Sextanten zur Verfügung gestellt. Das ist alles. Der, kurz und prägnant. Logans Offensive. Brüder und Schwestern, wir haben Nachricht erhalten, dass ein Konflikt unmittelbar bevorsteht. Taryn Logans ehrenhafte Truppe bekämpfen weiterhin alles, was unsere Nation bedroht. Und sie verdienen Unterstützung durch das Volk. Es mag ungewöhnlich sein, Truppenbewegungen auf der Anschlagtafel zu veröffentlichen, aber ich halte es für notwendig, damit Brüdern und Schwestern in dem betreffenden Gebiet dem ehrbaren Taryn durch Hilfe für seine Truppen ihren Respekt bekunden können. Stellt seinen Männern zur Verfügung, was immer ihr für angemessen haltet, und Taryn wird dadurch erstarken. Behandelt diese tapferen Soldaten so, wie ihr Logan selbst behandeln würdet, und die spirituelle Belohnung dafür wird großzügig ausfallen. Das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht, aber wir nehmen es trotzdem mal an. Aus Prinzip. Die tiefe Dunkelheit vor dem ersten Licht der Morgendämmerung scheint unendlich zu sein. Doch wisset, dass die Sonne immer wieder aufgeht. Okay, gut zu wissen. Ich wollte nur noch mal nachfragen. Ich finde es sehr berühmt. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Finster und verrucht sind diejenigen, die seine Gabe genommen und sie gegen seine Kinder gewandt haben. Sie sollen heißen Malefica, die Verfluchten, und weder in dieser noch in der nächsten Welt Ruhe finden. Dazu wollte ich gerade kommen. Ja, ihr könnt euch ja gerne weiter ankeifen. Schon seltsam, dass bei einer derart angespannten Lage die Tage so freundlich sein können. Oh, verzeiht, ich habe nur laut gedacht. Wollt ihr zur Anschlagtafel des Kantors? Woher wisst ihr das? Was macht ihr? Wer seid ihr erstmal? Ich bin Schwester Justine, Kuratorin der Reliquien dieser Kirche. Ah, und schon wieder zeige ich Stolz. Es ist schwer, dem Vorbild Andrastes gerecht zu werden. Was macht denn? Worauf seid ihr so stolz? Wieso habe ich mich jetzt aber auch... Okay, worauf seid ihr denn stolz? Mich hat Geschichte schon immer fasziniert. Und gibt es einen besseren Ort für diese Leidenschaft als die Geburtsstätte der Propheten des Erbauers? In meinem Alter Kuratorin dieser Kirche zu sein... Ich bin ständig im Kampf mit meinem Stolz und ich hoffe, der Erbauer vergibt mir, dass ich meine Demut von Zeit zu Zeit verliere. Was macht denn so eine Kuratorin? Der Archivar kümmert sich um die Bücher und ich kümmere mich um die heiligen Reliquien. Außerdem bin ich auf der Suche nach weiteren Exemplaren für unsere Sammlung und das ist schwieriger, als es klingt. Was ist daran so schwierig? Nach all diesen Jahren kann man immer noch Reliquien finden. Die Leute verkaufen heilige Reliquien auf der Stadt. Ich vermute mal nicht, dass das ehrliche Reliquien sind, aber na gut. Nach all diesen Jahren kann man immer noch welche finden. Ihr sprecht mir aus der Seele. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie schnell die Leute fantastische Behauptungen für bare Münze nehmen. Jeder Straßenhändler würde behaupten, er hätte einen echten Fingerknochen von Andraste. Allein in dieser Stadt könnte man nur aus Fingern die Skelette von 10 Prophetinnen zusammensetzen. Viele Kuratoren nehmen sie einfach als echt hin. Ich bin mir nicht einmal der Echtheit unserer allerheiligsten Artefakte sicher. Wie schwierig ist es, die Echtheit einer Reliquie zu überprüfen? Das klingt, als würden die Straßenhändler gute Geschäfte machen. Warum fallen andere Kuratoren darauf rein? Ich glaube, sie fallen nicht darauf rein, sie haben einfach keinen Bock, sich drum zu kümmern. Wie schwierig ist es denn, die Echtheit zu beweisen? Als ich noch Kuratorin einer viel kleineren Kirche in Orlais war, dachte ich, gefälschte Reliquien würden aus Faulheit nicht entdeckt. Aber ein gläubiges Leben ist niemals einfach. Und so erschien mir diese Erklärung stets zu unglaubwürdig. Jetzt glaube ich, dass es die Verführung durch das Göttliche ist. Wir alle streben nach einer persönlichen Verbindung mit dem Erbauer. Wir wollen einfach glauben, dass das, was wir in der Hand halten, tatsächlich die Sandale ist, die von Andrastes Fuß rutschte, bevor die Flammen sie verzehrten. Der Glaube entspringt im Herzen, nicht im Kopf. Wenn das Herz nicht vom Verstand geleitet wird, können Scharlatane bei ihrem Betrug enorm überzeugend sein. Aber es ist schwierig, den Glauben und den Verstand im Gleichgewicht zu halten. Und es führt einen häufig knapp an die Grenze zur Ketzerei.
Aber ich glaube, dass die Wahrheit die Ehrfurcht vor dem Erbauer und seiner Prophetin vergrößert, anstatt sie zu schmälern. Selbst unechte Symbole haben die Macht, die Leute zu inspirieren. Aber es scheint, als würde der Kontakt zur echten Andraste dabei Jahr für Jahr mehr verloren gehen.